Hi. Baby TV. Ihre Majestät, der König. Oma, woher weißt du das denn? Na, wegen der Krone auf deinem Kopf. Und dem Mantel, den du umgeschlagen hast. Komm, ich helfe dir mal. Oh, jetzt sehe ich wie ein echter König aus. Wie wunderschön. MJ, König der Affen. Hurra! MJ, weißt du eigentlich, wer der König der Tiere ist? Wer ist denn der König der Tiere? Der Löwe. Schau's dir an. Ein Löwe. So ein fantastisches Tier. Wow, Oma. Ich hab's ja gesagt. Er sieht wirklich wie ein König aus mit seiner Mähne rund um seinen Kopf. Weißt du, MJ, die männlichen Löwen haben eine Mähne. Und die weiblichen Löwen haben keine Mähne. Die Löwen sind so wunderschön. Wow. Ist dieser Löwe ein männlicher oder ein weiblicher Löwe? Er hat eine Mähne, also ein männlicher. Das ist richtig, MJ. Er ist ein männlicher Löwe. Weibliche Löwen nennt man Löwinnen. Oh, also ist das hier ein weiblicher Löwe. Sie ist eine Löwin. Wow. Oma, hast du gehört, wie ich brülle? Ich habe gar nichts gehört. Wow. Jetzt habe ich etwas gehört. Aber es war sanft. Wow. Wow, das nennt man brüllen. Wie ein Löwe? Beinahe. Oma, schau dir die kleinen süßen Löwenbabys an. Die sind wirklich sehr süß. Was machen die denn? Na, sie spielen. Wie lustig. Mein Schatz, an welches Tier erinnert dich der Löwe? Sie sehen ein bisschen aus wie Katzen. Das stimmt, MJ. Der Löwe ähnelt den Katzen, weil es dieselbe Familie ist. So eine tolle Familie. Was macht die Löwin denn jetzt? Sie leckt ihre Füße. Sie wäscht sie mit ihrer Zunge. Es sieht aus, als ob es kitzelt. MJ, welche Farbe haben die Löwen? Sie sieht aus wie die Farbe des Grases. Weißt du auch warum? Vielleicht, damit sie im Gras nicht gesehen werden? Das ist richtig, MJ. So verstecken sie sich. Das nennt man Tarnfarben. Na, das ist ja richtig schlau. Wow, wie der gähnt. Guck dir die Zähne an. Oh, ich habe sie nicht gesehen. Kannst du sie noch mal zeigen? Sicher, mein Schatz. Wow, das sind erst Zähne. Und jetzt schaut er zu uns. Vielleicht möchte er unser Rätsel hören. Ich bin gespannt. Ein Rätsel. Ja, das ist toll. Also, hier ist das Rätsel. Ihr braucht es euch nur anzuschauen. Was anschauen? Na, dieses Bild. Was könnt ihr sehen? Das ist ein Ei. Das ist richtig. Was schlüpft aus einem Ei? Kommt schon, das ist so ein leichtes Rätsel. Wenn es so einfach ist, dann gib uns die Antwort. Ja, ja, es ist so einfach. Ein Pferd schlüpft aus einem Ei. Nein, das ist nicht richtig. Pferde schlüpfen nicht aus Eiern. Also was schlüpft dann aus einem Ei? Ich vielleicht? Schlüpfe ich vielleicht aus einem Ei? Kann ich es sein? Meint ihr, ich schlüpfe aus einem Ei? Du schlüpfst aus einem Ei? Das ist ja lustig. Du kannst doch nicht aus einem Ei schlüpfen. Das ist richtig. Wirklich komisch. Wir wissen's. Ein Elefant schlüpft aus einem Ei. Der Elefant ist zu groß, um aus einem Ei zu schlüpfen.
Elefanten schlüpfen doch nicht aus Eiern. Also, wer schlüpft aus einem Ei? Wer? Wir wissen's. Wir schlüpfen aus einem Ei. Ein Huhn, natürlich. Ich wusste es, ein Huhn. Das ist wunderbar. Jetzt wissen wir alle, wer aus einem Ei schlüpft, richtig? Ein Huhn! Ein Huhn! Es wird Zeit, nach Hause zu gehen, Freunde. Danke für das Rätsel, Oma. Bis bald, alle zusammen. Bis bald. Bis bald. Baby TV.